Ja, liebe Fans, liebe Mitglieder, liebe Sponsoren, liebe Freunde des Auer Fußballs, es ist Weihnachten und gestatten Sie mir, dass ich euch ein paar Worte rüberbringe. Es sollen ausschließlich Worte des Dankes sein. Es sollen Worte des Dankes sein, weil wir ein Jahr der Herausforderung erlebt haben, was in ein paar Tagen zu Ende geht dieses Jahr. Die Herausforderungen haben uns vor riesen Zerreißproben gestellt. Nicht nur uns, in unserem Fußballclub, sondern in der gesamten Gesellschaft, in der Wirtschaft, im Sport, in der Politik, im Gesundheitswesen, in allen gesellschaftlichen Bereichen. Deshalb muss ich Ihnen, muss ich euch, es ist mir eine Herzensangelegenheit zu danken. Weil wir haben durch den Zusammenhalt es geschafft, bisher den Verein durch die Krise zu führen. Covid-19 hat seit März vieles verändert. Vieles verändert in der Gesellschaft, also auch im Sport. Es war wie ein Tsunami, der über uns reinbrach. Wir mussten Sporthallen schließen, wir mussten Plätze schließen, wir mussten Geschäftsstellen schließen, wir mussten Betriebe schließen. Keiner wusste, wie es ausgeht. Wir haben mit sehr viel Mut, mit sehr viel Fleiß uns an die Arbeit gemacht. Wie können wir die nächste Zeit überwinden? Viele Abteilungen mussten ihre Arbeit bis zum heutigen Tag fast einstellen. Sie arbeiten auf Notbetrieb. Das hängt mit der Gesetzgebung und mit den Dingen zusammen, die uns diese Pandemie beschert hat. Es tut mir im Herzen weh, wenn ich vor leeren Schwimmhallen vorbeifahre, wenn meine Schwimmer nicht schwimmen können, wenn meine Ringer nicht ringen können, wenn die anderen Abteilungen auch nichts tun können. Aber wir haben erreicht, dass die Fußballer, die Profis Fußball spielen können, durch sehr aufwendige Konzepte, durch sehr viele Gespräche in der Politik, in der DFL. Deshalb möchte ich auch denen danken, die damals dabei waren. Das heißt, die Fußballer können ihren Job nachkommen. Die Fußballer können Fußball spielen. Die Gesellschaft kann Profifußball schauen am Fernsehen. Gerade deshalb müssen wir als Profis, müssen die Profis mit Demut und mit Dankbarkeit das betrachten. Hier geht es nicht ums Geld, hier geht es einfach, ich darf meinen Job ausüben und kann dabei Geld verdienen. Die anderen können es nicht. Ja, und deshalb ist dieses Privileg auch wichtig für uns, dass wir das dürfen, weil davon auch alle anderen später partizipieren werden. Weil der Verein ökonomisch weiterhin in einer Art und Weise stabil ist, trotz der Restrukturierung, trotz dass wir im Plan immer noch aufholen müssen an finanziellen Mitteln, an materiellen Mitteln. Und wir haben zurzeit einen guten Tabellenplatz. Ich glaube, da freuen sich die Fans am meisten drüber. Dank eines starken Teams hinter den Teams. Dank natürlich den Mitarbeitern der Geschäftsstelle, wo einige noch in Kurzarbeit sind. Das sind die Unterschiede, die man halt, ich sag mal, ertragen muss, aber mittragen muss. Und das erfüllt mich mit Stolz, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen das mittragen. Das kann ich nur den Hut ziehen, da ich ja auch in der Wirtschaft tätig bin. Das ist genau dasselbe dort in den Betrieben unserer Sponsoren, in eigenen Betrieben. Einfach nur Chapeau. So können wir die Krise bewältigen, da bin ich mir sicher. Und ich hatte in diesem Jahr oft Gelegenheit mit Personen aus der Medizin, ist ja logisch, oder wir sind ja ständig in Kontakt durch die Taskforce-Einheiten, aus der Politik in verschiedenen Wirtschaftszweigen zu sprechen. Und ich bin dadurch demütig, weil ich die Einblicke in wahre Probleme der Zeit bekommen habe. Überfüllte Krankenhäuser, am Anfang der Pandemie natürlich auch überforderte Politiker, verzweifelte Unternehmer, die tausende offene Fragen haben und hatten, die zu Misstrauen in der Gesellschaft führen. Und deshalb appelliere ich gerade jetzt an den Zusammenhalt, dass wir diese Krise überwinden. Doch bei all den Fragen und den vielen negativen Nachrichten dürfen wir das Ziel und die positiven Dinge im Leben nicht aus dem Auge verlieren, liebe Mitglieder, liebe Fans. Unser Ziel ist es,
gesund in der Gesellschaft zu leben. Und das hat oberste Priorität. Wenn ich in diesem Jahr auf vieles verzichten muss, damit ich in Zukunft wieder befreiter leben kann, nehme ich das in Kauf. Und bitte nehmt das auch in Kauf. Denn wir werden die Hürden, die noch vor uns stehen, mindestens im nächsten halben Jahr, wir werden die Hürden überwinden, wenn wir diese Tugend an den Tag legen wie bisher. Wie bisher. Die DNA ist uns gegeben. Und mit dieser DNA werden wir auch die Aufgaben der Zukunft meistern. Bin ich mir sicher. Mein Wunsch ist es natürlich vor allem, dass im nächsten Jahr alle gesund bleiben. Das ist sehr, sehr wichtig. Gerade in so einer Phase, wie wir uns jetzt befinden. Und mein Wunsch ist es auch wieder, dass wir in regionale Märkte einkaufen gehen, dass wir in Schwimmhallen gehen können, dass wir in Restaurants gehen können, soziale Kontakte pflegen können. Das ist mein Wunsch, dass wir einfach, dass das Leben wieder pulsiert und dass vielleicht die Gesellschaft den Mut hat, doch etwas mehr zusammenrücken als bisher. Wir müssen einfach zusammenrücken und wir werden das in unserem Fußballclub tun, weiterhin. Und auch in unseren Firmen. Und das ist das Großartige, was ich an euch, was ich an Ihnen schätze. In diesem Sinne möchte ich gesegnete Weihnachten wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr, Gesundheit und alles andere werden wir meistern. Mit einem herzlichen Glück auf, euer Präsident.